Moin Moin, hier ist Eiffel22 und heute gibt es wieder ein Gameplay-Commentary von mir. Mit der APD und Griff als Secondary habe ich die Magnum mit FMJ, also Vollmann geschossen. Die Perks sind Fingerfertigkeit Pro, Feuerkraft Pro und ruhige Hand Pro. Ja, die Killstreaks sind die Drohne, Vorräte und Predator. Und warum benutze ich das Ganze? Ich habe ja vorher in einem Video, ja, vor zwei, drei Videos, ich weiß gar nicht genau, gesagt, dass ich eigentlich Light Machine Guns gar nicht so gerne mag. Einfach weil, weiß ich nicht, sie fühlen sich für mich nicht gut an. Das ist jetzt eine dumme Begründung, aber für mich die treffendste. Denn, ja, irgendwie fand ich sie zu ungenau. Ach, ich weiß auch nicht, ich habe keine vernünftige Begründung gehabt, aber es war halt so. Ja, und jetzt habe ich mal ein Video von Boomen61. Das ist ein englischer Kommentator. Ich kann mal das Video rechts oben verlinken. Hatte vor, weiß ich gar nicht, einiger Zeit ein Video gemacht, wo er mit der RPD gespielt hat und mal erwähnt hat, was darin so schön ist. Nämlich zum Beispiel, dass es ein großes Magazin hat. Das heißt, man muss eigentlich gar nicht nachladen, also wirklich fast gar nicht. Dann, dass es schnell tötet, vor allen Dingen, wenn man Feuerkraft braucht, braucht es, glaube ich, drei Schüsse. Und sie ist genau. Und das hatte ich ja eher als Mangel betrachtet, aber wenn man die RPD mit Griff spielt, ist das wirklich eine genaue Waffe. Das ist genauer als andere Waffen. Ja, ist auf jeden Fall genau. Und ja, man hat natürlich noch bei der M240, glaube ich, die Möglichkeit, erweitertes Magazin aufzutun. Oder hat man es bei allen? Ich glaube bei allen. Aber das ist echt wirklich unnötig eigentlich, weil wer braucht das? Ja, um nochmal auf die Killstreaks zurückzukommen. Ich habe die, ja, das Radar genommen, aus dem einfachen Grund, ja, dass es dem Team zugänglich ist und ich spiele gerne für mein Team. Die Vorräte habe ich genommen, weil man da immer eine schöne Überraschung hat und weil sie niedrig liegen. Und im Moment kommt mir das sehr gelegen und die Predator, weil es einfach ziemlich sicher, also eigentlich immer ein sicherer Kill ist und manchmal, wenn man Glück hat, ein Double- oder Triple Kill ist. Und das ist ja auch ganz schön. Dann wollte ich erzählen, dass ich im Urlaub war, weswegen ich auch letzte Woche, beziehungsweise ja, in den letzten 7 Tagen kein Video rausgebracht habe. Und ja, ich war in Südbayern und es war schön. Ich habe Golf gespielt. Nein, ich bin kein Schnösel. Ich spiele nur gerne Golf. Ich habe da nichts groß mit am Hut. Es ist nur einfach so. Und ja, gestern bin ich zurückgekommen. Allerdings hatte ich nach einer gut 8-stündigen Fahrt nicht mehr wirklich Lust. Ich kriege eine SMS. Nach einer gut 8-stündigen Fahrt keine Lust mehr, ehrlich gesagt, ein Video zu machen. Ich habe zwar noch ein bisschen gespielt und ein paar Videos geguckt, unter anderem das von Boomen61 mit der RPD. Und ja, Host Migration. Nun gut, dafür kann ich nichts, habe ich ja auch halbwegs rausgeschnitten. Gut, ja, ich wollte nur sagen, dass ich keine Videos gemacht habe, weil ich im Urlaub war. Dann wollte ich nochmal ansprechen: Wunschklassen. Ich hatte ja euch angeboten, Wunschklassen zu machen. Und bisher kam nur ein Vorschlag, nämlich mach mal Wurfmesser only. Und da wollte ich eher vielleicht fragen, falls ihr darauf Bock habt, wenn nicht, könnt ihr es auch schreiben. Falls ihr darauf Bock habt, macht einfach mal, ja, einen Vorschlag, sowas wie M4 mit Thermal würde ich auch noch akzeptieren. Aber ihr könnt auch einfach sagen, spiel mal die T21 mit Rotpunktvisier oder sowas. Also auch was, womit ich dann einen guten Score erreichen kann und nicht irgendwie sowas wie Intervention Bling mit Schalldämpfer und Thermalvisier oder so. Dann rannt sich da wahrscheinlich schon ziemlich rum. Aber auch das würde ich machen für euch, aber dann könnt ihr halt keine guten Scores erwarten. Dann wollte ich noch fragen, weil ich hatte ja in meinem letzten Video, weiß ich gar nicht, ich glaube auf dem Video, als ich auf Favela gespielt habe, ich weiß gar nicht, welches Video es war, ist ja auch egal, hatte ich angesprochen, dass ich mir Metro 2033 gespielt habe, gekauft habe und wollte fragen, ob ihr davon Let's Play sehen wollt, weil ich habe es immer noch nicht angefangen und wenn ihr kein Let's Play sehen wollt, würde ich das demnächst anfangen. Und ich habe ja noch die Möglichkeit genannt von einem
Review, also dass ich es mal 2, 3 Stunden spiele, meinen ersten Eindruck sage und dann durchspiele und nochmal ein paar Szenen aus dem Spiel zeige und das dann vielleicht so ein bisschen erkläre, was ich daran gut finde und ob ich das Spiel überhaupt lohnenswert finde zu kaufen. Ich habe es für 2,50 € gekauft, also ich glaube, da kann ich nicht viel falsch machen. Und ja, da wollte ich einfach nur fragen, ob ihr daran Interesse habt. Dann habe ich noch eine Frage an euch, ob ihr Lust habt auf Battle Tatches. Oder, ja doch, ich glaube, so wird es ausgesprochen. Das hat zum Beispiel, das sind einfach so an einem Tag aufgenommene, an einem Tag aufgenommenes Gameplay und halt zusammengeschnitten auf, weiß ich nicht, 5 Minuten oder so. Falls man da irgendwie Highlights hat oder so oder Sachen, die man zeigen will. Das haben jetzt relativ viele bei Battlefield 3 gemacht, bei der Beta. Und ich wollte einfach fragen, ob ihr dazu Lust habt, weil wenn ich ein Commentary mache, brauche ich ja eigentlich immer ein Thema dazu und das habe ich nicht wirklich immer. Und reines Gameplay kann ich euch immer gerne zeigen, aber falls da keiner Lust hat, einfach mal so zu gucken, dann, ja, weiß nicht. Also, ich kann euch nur es anbieten, Battletech. Also 5 Minuten Gameplay von einem Tag oder aus 2 Stunden oder so, falls ich da irgendwelche Specials hinkriege. Wenn ihr da Lust habt, würde ich die zwischendrin einstreuen und damit ist das Gameplay auch zu Ende. Mir wurde der letzte Kill schön geklaut und ich habe 28,8, also mit 28,8 geht das Gameplay zu Ende und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.